27. April war es wieder soweit. Das Entenrennen zugunsten des Kinderschutzbund Landau stand auf der Tagesordnung. Trotz schmuddeligen Wetters sammelten sich viele begeisterte Zuschauer am Rand der Rennstrecke. Die mehr als 4000 Enten starteten im Queichabschnitt an der Waffenstraße und schwammen beim Universum Kino Center über die Ziellinie. Um Punkt 14 Uhr legten die Enten einen Massenstart hin und schnell setzte sich eine Spitzengruppe ab. Eine der Enten feierte sich schon als der sichere Sieger, blieb aber haarscharf vor dem Ziel in einem Hindernis hängen. Nach und nach fanden alle Enten dann den Weg ins Ziel. Vielen machten die Hindernisse große Schwierigkeiten, sie wurden aber vom Kanu-Club wieder auf Kurs gebracht. Das THW nahm die Enten in Empfang und kescherte die Enten aus der Queich ab und setzte sie wieder zurück ins Trockene. Auch der Oberbürgermeister ließ sich dieses Event natürlich nicht entgehen. Das Eventhaus Campus Landau spendete vor dem Start 1111 Euro an den Kinderschutzbund. Im Anschluss wurden direkt die Gewinner gezogen und bekannt gegeben. Bei zunächst durchwachsenem Wetter in Landau beim großen Landauer Entenrennen, das 13. große Landauer Entenrennen, ist es doch gelungen, 4032 Enten an den Mann zu bringen. Die ersten Gewinner haben schon ihre Preise abgeholt. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und das neujährliche Entenrennen, das 14. 2020. Also wir haben drei Ente gehabt. Die Nummer 3333 hat hoffentlich noch Glück, weil das ist Ende davor. Also mal sehen. Wir haben noch extra heute Morgen vier Ente geholt. Bis jetzt haben wir leider noch nichts gewonnen, aber wir hoffen immer noch, dass wir dabei sind. Ja! Wir hatten zwei Enten und bisher wissen wir noch nicht, ob wir was gewonnen haben. Wir warten noch. Das Entenrennen ist immer wieder ein sehr schönes Event in Landau. Und wenn wir jetzt nichts gewinnen, war es jetzt zugunsten des Kinderschutzbundes. Das ist ja das Wichtige. Seien auch Sie beim nächsten Mal dabei und werden Sie mit ein wenig Glück zum Gewinner. Alle Informationen, auch zu den Preisen und Gewinnern, finden Sie auf der Homepage des Kinderschutzbundes.